Hi zusammen! Ja, ich möchte euch heute so ein paar Herbsttrends zeigen, also von mir persönlich mein eigener Geschmack, was ich so in diesem Herbst tragen werde, weil in den Läden gibt es ja schon so viele Herbstsachen und ich war auch schon fleißig shoppen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal so die Sachen, die ich für den Herbst sehr mag und ich liebe einfach die Jahreszeit Herbst und deswegen wollte ich auch unbedingt dazu ein Video drehen. Und zwar möchte ich euch als erstes einen Duft zeigen. Und zwar diesen hier von Marc Jacobs Olola. Ich finde ihn einfach super toll für den Herbst. Er ist zwar sehr, sehr blumig, was für den Herbst jetzt nicht unbedingt passt, aber ich finde, er hat so eine leichte Note und ich finde, die passt einfach unglaublich gut zum Herbst und schnuppert da unbedingt mal dran. Also ich liebe dieses Parfüm auf jeden Fall. Als nächstes zeige ich euch drei Beauty-Produkte, die ich im Herbst auch sehr gerne trage. Und zwar trage ich zum einen sehr, sehr gerne roten Lippenstift, egal in welchem Rotton. Ich liebe roten Lippenstift im Herbst, egal ob hell oder dunkel. Das ist ein Beispiel, was ich sehr gerne trage, und zwar von Kiko, die Nummer 22 von den matten Lippenstiften. Mag ich sehr, sehr gerne und die sind auch sehr gut haltbar auf den Lippen. Was ich auch sehr gerne trage im Herbst, sind ganz dunkle Nägel. Und zwar liebe ich ganz dunkelroten Nagellack, also wo es schon fast aussieht wie schwarz und noch so leicht rotstichig ausschaut. Und den mag ich einfach unglaublich gerne von Kiko. Und zwar ist das die Farbe 227. Außerdem trage ich auch sehr, sehr gerne einen dunklen Blush, so einen bärigen Ton von Kiko. Das ist eher so ein fast, ja, nicht dunkles Lila, aber es geht schon ins Lila, dieser Blush. Und der riecht auch unglaublich gut und ich liebe den einfach von der Farbe. Der verleiht nochmal so richtig schön Frische und er passt super schön zum Herbst. Meine Lieblingsuhr, die ich im Herbst trage, ist die hier von Bijou Brigitte. Man merkt, es kommt langsam wieder die Farbe Rose Gold und ich finde von Michael Kors eine Rose Gold farbene Uhr sehr, sehr schick, aber die ist natürlich auch sehr teuer und man weiß nicht, trage ich die Farbe auch noch nächstes Jahr und dann lohnen sich die 250 Euro nicht. Und ich finde, die ist wirklich super gemacht von Bijou Brigitte und die hat auch nur 30 Euro gekostet. Dann trage ich auch sehr, sehr gerne Lederarmbänder. Zum einen die hier von Hallhuber. Die schnürt man so zweimal ums Handgelenk, haben so ein paar Nieten. Und ich liebe jetzt auch für den Herbst, Winter Nieten. Ich finde es einfach super schön. Dann auch noch am Armband. Ich mag es einfach unglaublich gerne. Die beiden sind von Hallhuber und die haben ungefähr 16 Euro gekostet. Generell trage ich auch sehr gerne Armbänder auch über Langarm-Shirts drüber und zum einen mag ich auch sehr gerne Nietenarmbänder, also im Herbst, ich finde Nieten einfach super toll, das ist ein richtig toller Trend, der dieses Jahr kommt und zum einen trage ich auch dieses Armband hier von Primark und das hat hier so goldfarbene Nieten mit so schwarzen Nieten. Dann ein paar Marc Jacobs Armbändchen, das sind eigentlich Haargummis, aber ich trage sie als Armbänder und die habe ich mir in Frankfurt noch gekauft. Ich habe sie aber vergessen in diesem XXL Primark Haul zu zeigen und so viel zu diesen Armbändern. Dann trage ich auch noch unglaublich gerne so kleine Armbändchen. Das eine ist von Primark, das andere ist von Bijou Brigitte und ich finde die beiden wirklich sehr schön und ich liebe es einfach so viele ganz viel Armbänder zu kombinieren, dass es richtig schön klimpert am Handgelenk. Und ja, dann trage ich auch noch sehr gerne diese Kette hier. Die erinnert mich so an auch Nieten, aber auch so Fischgräten. Mag ich auch sehr gerne, auch über einen Rolli drüber im Winter und oder auch im Herbst jetzt. Und auch über so einen schönen Pulli finde ich das sehr, sehr schick. Dann geht es weiter mit den Klamotten und da trage ich sehr gerne im Herbst diese Boots. Das sind Nietenstiefel, die sind von Zara, die finde ich wirklich sehr schön. Sie sind
sehr weich und sehr bequem und ich liebe Nieten einfach. Und ich denke, es gibt viele da draußen, die auch auf Nieten stehen. Und deswegen kann ich euch empfehlen, nur mal bei Sarah vorbeizuschauen, weil sie sehr viele Nieten-Sachen zurzeit haben. Dann trage ich auch noch diese Stiefel sehr gerne im Herbst, Winter. Das sind meine Allsons der Macy Boots. Die sind sehr, sehr schlicht, passen auf alles. Und ich liebe es einfach, solche halbhohen Boots zu tragen. Was ich auch sehr gerne noch trage, sind so ganz große Pullis, grob gestrickte Pullis. Das ist jetzt zum Beispiel ein schwarzer von Primark. Da habe ich noch gar nicht das Schild abgeschnitten, weil ich ihn noch nicht anhatte, weil es die letzten paar Tage doch noch ziemlich warm war. Und den findet ihr, glaube ich, bei Primark zurzeit für nur 14 Euro. Und der ist wirklich super toll von der Qualität. Was auch sehr Trend ist zurzeit, ist, dass es hinten etwas länger ist und vorne etwas kürzer. Finde ich auch sehr, sehr schick. Und das hat auch eben dieser Pulli. Und noch ein Oberteil, was ich diesen Herbst sehr gerne trage, ist auch das, was ich jetzt gerade anhabe. Das ist von H&M. Das hat eben vorne so ein seidiges Material und an den Armen ein, ja, so ein bisschen gestrickt. Und ich finde die Farben einfach super schön für den Herbst, wenn man dazu noch den passenden Lippenstift kombiniert und den passenden Nagellack. Finde ich einfach, dass die Farben super schick aussehen im Herbst. Dann trage ich auch sehr gerne noch Cardigans. Ich denke, viele tragen von euch sehr gerne Cardigans und deswegen dürfen sie auch in diesem Herbsttrend-Video nicht fehlen. Das ist ein Beispiel, das habe ich aus dem Mango. Hatte ich auch noch nicht an, weil es einfach noch nicht kalt genug dafür war. Ja, bei Taschen liebe ich es auch, wenn die Taschen voller Nieten sind. Da kann ich euch auch ein paar Beispiele zeigen. Zum einen diese Clutches von Primark. Das hier, also diese Clutch trage ich sehr gerne zu meinen Topshop-Nietenschuhen und die trage ich auch sehr gerne einfach zu meinen Boots und finde ich sehr schön. Die kosten jeweils 9 Euro. Außerdem trage ich auch noch sehr gerne diese Nietentasche in der Schule. Die ist ziemlich groß, hat auch ein langen Trageriemen, einen langen Tragegurt einfach für, wenn ich die Tasche mal richtig voll und schwer habe, dass mir der einfach gut hilft. Und ich finde die wirklich super, super schick. Dann trage ich auch noch super gerne diese Tasche im Herbst. Das ist eine so im Chanel-Style, aller Chanel-Style, weil sie ist hier unten so gesteppt. Das mag ich ziemlich gerne und der Tragegurt ist auch wieder so im Chanel-Stil mit dem Gold umschlungen, mit dem Leder und hat hier vorne auch noch eine Quaste und die trage ich auch super gerne. Die gab es bei Primark auch für nur 12 Euro, auch in Rot und in Beige. Dann kommen wir zu den Jacken. Beziehungsweise, nein, ich fange erst an mit meinen Hosen, die ich sehr gerne trage. Ich trage sehr gerne diese mittelblaue Jeans. Also von der Farbe finde ich die super schick für den Herbst. So eine mittelblaue, also nicht zu hell und nicht zu dunkel. Und einfach dazu Khaki kombinieren, Rot oder Schwarz. Diese Farben liebe ich einfach im Herbst und da finde ich diese Hose super schön. Und die habe ich auch von Zara. Dann trage ich auch noch super gerne die Lederhose von H&M. Einfach mit Leder vorne, finde ich super schön. Ich glaube, sie ist jetzt in der Wäsche und deswegen kann ich sie euch leider nicht zeigen, aber die gibt es jedes Jahr bei H&M. Also die findet ihr auf jeden Fall dort. Mein Lieblingsgürtel und zwar auch ein nietenbesetzter Gürtel und zwar in Rose Gold, passend zur Uhr. Und finde ich super cool zusammen. Dieser Gürtel ist auch von Zara. Also wie gesagt, wer Nieten liebt, sollte mal zu Zara gehen. Auf jeden Fall ist der ja sehr, sehr schön. Er stört auch keineswegs, wenn man den trägt und sitzt oder so. Und der hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Ist, glaube ich, ist auch aus echtem Leder und den gab es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Dann zeige ich euch noch zu guter Letzt meine Lieblingsjacken im Herbst. Zum einen diese Jeansjacke und da würde ich auch eine Lederhose oder eine schwarze Jeans drauf kombinieren, weil ich finde es ein bisschen zu viel Jeans, wenn man dann noch eine normale Jeanshose anhat. Das ist eine von Primark, die hat ungefähr 20 Euro gekostet
und hat auch rose-goldfarbene Knöpfe. Also es passt wieder alles schön zusammen und ich mag sie super gerne. Und noch zu guter Letzt meine Lieblingslederjacke von Zara. Die hat so ganz viele auffällige Reißverschlüsse mit Silber und finde ich super schick. Die gab es auch bei Zara und ich glaube, sie ist auch ausverkauft, aber Zara hat auch immer mal wieder ganz tolle Lederjacken. Und das würde ich mal sagen, war mein Herbsttrend-Video. Ich hoffe, euch hat das natürlich gefallen. Ja, und ich hoffe, vielleicht postet mir jemand eine Videoantwort, was eure Herbsttrends sind. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!